planschen im Plastikmeer. Die Ozeane sind voll von Plastikmüll. Doch sichtbar an der Meeresoberfläche dümpelt nur ein klitzekleiner Teil. Das meiste Plastik ist zu winzigen Teilchen zerfallen und auf den Meeresgrund herabgesunken. Es ist unmöglich, Kunststoff in den Ozeanen zu zählen. Forscher haben aber berechnet, dass seit den 50er Jahren über 150 Millionen Tonnen Kunststoff im Meer gelandet sind. Und da Plastik sich nur sehr langsam abbaut, ist das auch fast alles noch im Ozean. So kommt auf 5 Kilo Fisch 1 Kilo Kunststoff. Bis jetzt. Denn unsere Plastikproduktion steigt immer weiter an. Und so auch der Müll. Wenn sich nichts ändert, könnte sich die Menge in den Meeren bis 2025 verdoppeln. Und 2050 würde das Plastik im Ozean mehr wiegen als alle Fischschwärme zusammen. Bereits heute werden größere Teile für Meeresbewohner zu tödlichen Fallen. Kleinere Teile werden von Vögeln oft für Futter gehalten. 90% aller Seevögel verschlucken Kunststoff. Manche verhungern, ihre Bäuche voll mit Plastik statt Nahrung. Wie sich Mikroplastikpartikel auf Meereslebewesen auswirken, ist noch unklar. Es wird vermutet, dass sie etwa bei Muscheln bis ins Gewebe vordringen und dort zu Entzündungen führen können. Der Plastikmüll verursacht aber auch wirtschaftliche Probleme. Fischer fangen immer mehr Plastikschrott und weniger Fische. Müll verfängt sich in Schiffsschrauben, beschädigt den Antrieb. Und verschmutzte Strände verderben Touristen die Lust aufs Planschen.